Willkommen zurück zu Part Nummer 7 von Slime Rancher. Wir legen uns erstmal wieder bis zum Morgen schlafen, weil das immer eine sehr gute Idee ist. Ja. Und haben immer noch keine neue Star Mail. Wenn wir wieder zwei haben, werden wir sie wieder lesen. Okay. So. Ich ignoriere hier... Sieht das für mich nur so aus, oder hat sich was an der Ranch geändert? Wahrscheinlich, das die Zäune, denke ich mal zum Beispiel. Dadurch, ja, dass wir ja ein 7C-Mitglied sind. Könnte gut sein. Eigentlich müsstest du noch einen Plot mehr droppen. Alle guten Dinge sind in seinem Fall 4. Drop noch einen! Weird. Okay. Damit wir nicht weiter davor weglaufen, hätte ich gesagt, wir holen uns jetzt erstmal einen ganzen Slot Hühner. Ich bin gespannt, ob sie sich überhaupt vermehrt haben. Beim Nachbearbeiten kam er noch so, wahrscheinlich nicht, weil wir dafür einen Gogochel brauchen würden. Könnte zumindest sein. Also ich saug jetzt hier erstmal. Ja, genau. Ich saug jetzt hier erstmal wahllos alle ein. Was machst du nur davor? Ich wollte gerade fragen, was ist denn hier los, bis es mir wieder eingefallen wo sind ist. Die hin? Ich sag doch, die sind eine sehr gefährliche Kombination. Jo. Du wärst, glaube ich, instant rumgegangen, wenn du da jetzt reingegangen wärst. Ha! Ohne Schaden! Meinst du, 40 reichen? Ich glaube, da brauchst du schon einen kompletten Slot voll. Die Frage ist halt, was ist ein kompletter Slot, wenn man Slots halt upgraden kann? Ich nehme mein billiges Jetpack. Ich gehe von 50 Stück aus. Ich gehe halt von der aktuellen maximalen Menge aus, die du aufsammeln kannst. Also wärst du bei einem Max-Slot von 20 Hühnern ausgegangen? Nee, ich wusste, dass du eine Max-Slot-Größe aktuell von 50 haben solltest. Ja. Davon ging ich aus, deswegen, ich gehe von der aktuellen Größe aus. So. Und aktuell dürfte es ja bei 50 liegen, oder? Yep. Und das ist ja irgendwie die magische Zahl, wo die Slams anfangen zu platzen. Ja, was ich gut finde, ich begrüße es, wenn Slimes elendig zerplatzen. Oh Gott, eigentlich sollte dieses Spiel so beruhigend sein und ich sage solche Sachen wie: Ja, zerfetzt ihr Schleime! Platzt! Will mehr davon sehen. Es fehlen noch ein paar. Ich glaube, auf dem Weg dahin dürften wir auch noch welche finden. Also die 4 Stück sollten jetzt nicht das Problem sein. Naja, es wird ja Fleisch benötigt, von daher könnte ich selbst der Küken nehmen. Hier ist nur Gemüse und Seuchen. Überall pink. Da darf ich mich gleich runterdroppen lassen. Ey, ich sehe ein Huhn. Sehe ich nicht da oben noch mehr? Huhn. Ah ja, Küken. Wir brauchen doch eh alles für unsere Farm. Da können wir auch alles mitnehmen. Old McDonald's hat eine Farm. Hier. Achso, stimmt, ich kann ja hier nichts mehr mitnehmen. Du hast genug Huhn da. Ja.
Irgendwo hier. Was war hier hinten nochmal? Achso, hier waren wir ja schon. Ja. Gut. Wir müssen ja dann weitergehen, wo es die Brücke gibt. Ja. Aber eigentlich müssen wir... Wir müssen hier direkt runter, dachte ich. Oder nope. Weiter hinten. Nope. Du läufst gerade zurück. Warten. Du bist ja schon in die richtige Richtung gelaufen. Okay, also wo muss ich hin? Du läufst jetzt einfach den Pfad entlang weiter. Nicht den, der oben. Den hier, hier oben. Hier oben. Da wo du jetzt gerade bist, einfach weiter, geradeaus. Ja. Und nach vorne durch den Tunnel nach links. War das im Tunnel? Das kann sein. Nein. Nicht da vorne. Auf der anderen Seite, der linke. Ach, dann war es so weit hinten, okay. Ja, und dann hier. Nein. Geradeaus weiter. Doch, hier unten war das doch. Nein, da war ein anderer. Das war der leuchtet. Den hast du aber schon. Hast recht. Ich muss warten, bis meine Energie wieder aufgeladen ist. Du musst da dann weiter. Links siehst du den Weg, da kannst du nach links vor und da geht's dann die Brücke wieder hoch. Böse Schleime! Ja, den Weg sind wir auch schon mal gegangen, wo wir das, den Schlüssel eingesetzt haben. Ja, ich erinnere mich. Solche Drecksviecher. Oh Gott, gerade so hochgekommen. Genau hier haben wir den Schlüssel eingesetzt. Da gehe ich erstmal wieder zurück. Ja. Links. Links. Welches? Jetzt hast du dich einmal im Kreis gefehlt. Toll. Also hier schon weiter. Ja. War aber nicht so weit hin. Und dann ist nach rechts. Ach, da war. Hohun. Dann hoffe ich mal, dass die 50 dann auch wirklich ausreichen. Nicht, dass sie da auf einmal sagen: Ja, sobald du einen großen schon voll gefüttert hast, braucht der nächste mehr. Weil er zittert. Er zittert. Kaboom. Weg mit euch. Dann hätte ich gerne gehabt, blödes Vieh. Okay, also haben wir hier nur einen Teleporter. Ja. Jetzt muss ich auch einmal auf die Karte schauen. Wie öffnen wir die Kapseln? Keine Ahnung. Okay, dann können wir uns das dann noch aufheben. Mhm. Dann können wir aber trotzdem ins andere Gebiet. Jetzt muss ich nur überlegen, wie wir da am besten wieder hinkommen. Achso. Nee, sind wir hier nicht. Okay. Schön, dass wir so leicht zur Ranch kommen können. Vielleicht habe ich noch was vergessen. Ich habe nur dummerweise keine Hühner mehr, aber ich habe eins gehört. Ich meine, ich habe irgendwo eins gehört, aber es ist mir zu blöd, ich leg mich einmal schlafen. Bis zum Morgen schlafen. Wie gewohnt, das hier verkaufen. Und schon wieder noch zwei. Nicht viel doch.
Bist du noch wie wir 2800? mittlerweile ziemlich viel Geld haben. Ja. Gut, haben wir das Mietsvieh schon mal weg? Ich will auch Oder noch. dürften wir insgesamt jetzt schon 3 Stück weggemacht haben? Ich will auch noch gar nicht so viel mit denen da hinten machen, weil die Kreuzung mega übel ist. Wenn die sich nur von Fleisch ernähren. Ich hör mal alles rein, mal schauen, was passiert. Nicht, dass sie auf einmal vorhaben, sich von deinem Fleisch zu ernähren. Das sollen die mal lassen. Dann gehen wir jetzt ins neue Gebiet erstmal rein. Ja. Das heißt, ich kann doch hier wieder irgendwo zur Brücke abkürzen. Ja, und hier war es genau falsch. Das war. War es weiter hinten? Also hier weiter hinten, ich meine. Kommt drauf an, wo du hin möchtest. Ins andere Gebiet wollte ich. Das dürfte jetzt. Aber warte mal, was war. Ich muss trotzdem nochmal für mich gucken, damit ich weiß, was alleine hier drinnen war. Ich meine, ich. Ja, der Lago, aber dahinter? Nee, nicht Lago, Gordo. Ach, das haben wir noch gar nicht geöffnet. Okay. Irgendwann lesen wir das alles mal. Okay. Hier. Nee. Weiter hinten. Ich würde dir nicht empfehlen, da runter zu springen. Du wirst ja nur im Kreis laufen. Gut. Wenn Ach, du hier hier hinten haben wir es weitergehst, gemacht. dürfte es Stimmt. eigentlich dort auch noch irgendwo weitergehen. Die soll ich mal mitnehmen. Ja, hier waren wir ja. Also, hier haben wir ja auch aufgemacht. Ich warte halt echt darauf, dass irgendwann mal einfach so eine scharfe Kurve kommt und ich ins Wasser renne. Hey, guck mal. Aber hattest du das Gebiet ja eigentlich schon fertig gehabt? Nee, überhaupt nicht. Ich wollte mir nur Schleime von hier holen und bin dann weg. Hey, guck mal. Ich habe ihn nicht erwischt. Ich hole ihn mir gleich. Och, nee, noch ein Feuerornament. Oh doch. Slope. Das heißt, ich muss jetzt erstmal irgendwie zurück und verhaue die Ornamente kurz. Das kann man ja hier zum Glück. Das ist ein ziemlich beängstigender Sprung, oder? Nein. Und weißt du, was ich dann auch noch mache? Ich glaube, nämlich. Was heißt, ich glaube, ich wollte gerade sagen, ich glaube, die Erdbeere, die zählt als Frucht und nicht als Gemüse. Ja, no shit, natürlich tut sie das. Ich hätte das einfach nehmen können. Ich mach's hier. Garten kaufen. Angepflanzt. Ja.
Jetzt brauche ich mal kurz deinen Rat. Wo hau ich das Kristallornament hin? An ein Fenster, hätte ich gesagt, oder? Wirklich, okay. Ich meine, schau dir das mal an, da kann man eh nicht durchschauen. Das schaut doch cool aus. So, Pfützleim. Wir haben 100% mehr Pfützleims. Das finde ich gut. Ja. Hier hinten wäre, glaube ich, der Teleporter. Ich warte lieber kurz, weil. Also würdest gerne die Map mal in eine andere Richtung erkunden. Wie in eine andere Richtung. Okay, never mind. Hab nichts gesagt. Worauf wolltest du hinaus? Nein. Okay. Glaubst du, ich schaff das? Bestimmt. Gerade so. Jetzt habe ich auch nichts im Inventar. Das heißt, jetzt lohnt sich das Erkunden. Ah, es sieht mies aus. Also, das ist ein pinker Knalllago, okay. Hast du gesehen, dass mich die Katze einfach weggelupft hat? Das sah eher so aus, als wenn jetzt gerade dieser Teer dich da weggelupft hat. Kann auch sein. Cool. Ich nehme mal das Steinhuhn mit, weil warum nicht? Random Teerschleim. Der. Teer. Ein großer Pilz. Eine Kapsel? In schwarz. Da muss ich mich für den nächsten Part mal schlau machen, wie man die öffnet. Ja, ihr seid böse, das habe ich mir fast gedacht. Das sieht gut aus. Honigschleim. Ja, wir haben einen neuen Schleim. Das ist doch schon mal was. Ja. Gut, Hühner? Es ist allerdings nicht so, als würden mich noch großartig Hühner interessieren. Ich habe eigentlich eine Wunschmischung tatsächlich. Okay. Und zwar, stell dir das mal vor, wir hätten von diesen Waschbär-Schleims oder was auch immer das ist, wir hätten die plus Honigschleim und die andere Mischung wären radioaktive Knallschleims. Ich wüsste nicht, warum man das nicht tun sollte. Können wir immer noch machen. Außerdem fehlt uns die Minzmango. Wir müssen für alles einmal ein Feld anlegen. Oh, hier geht's auch zurück. Ja. Das muss man halt von einer Seite immer aktivieren, das ist halt so die Sache. Es ist halt aber ein Einwegticket. Scheinbar. Ich meine, das ist tatsächlich aus mehreren Gründen nicht so schlecht. So, wir müssen die Produktion erstmal ankurbeln. Plus eine. Nee. Plus mehr als 100%. Plus 150% wolltest du, glaube ich, sagen. Ja.
Dann hätte ich gesagt, expandieren wir aber mal in die Richtung. Und zwar machen. Ich kann nicht mehr reden. Machen wir einmal einen Garten für die Minzmango. Fruchtcocktail. Und ein Gehege. Samt Fangnetz. Hohe Wände. Und Plot-Sammler fürs Erste. Für die Honigschleims. Klang, klang. Die Früchte essen. Und ich glaube, mir wäre eine Fruchtfleisch. Fruchtfleisch. Mischung lieber. Als eine Fleisch-Fleisch-Mischung. Fleisch. Ja, ich weiß nicht, was die radioaktiven Schleims essen, aber wenn die auch Fleisch essen, dann ja, ist es trotzdem eine Fleisch-Fleisch-Mischung, aber. Auf einmal ist es dann die Pest Uran. Weißt was? Für den Witz. Ja, das Haus schaut jetzt schön aus. Katori ist schuld. Legt bei uns jetzt schlafen und ich beende den Part. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.